Aber gut, ich würde sagen, wir haben zu Apex nur was anderes gemacht, gerade mit der Tainted Samson. Und dann versuchen wir, den alten göttlichen Kopf freizuschalten. Was haltet ihr davon? Uns fehlt nur noch Mega-Satan mit The Lost. Und dann haben wir es doch noch geschafft. Vielleicht schalte ich dann auch Mega-Blast frei, bin mir da unsicher. Ich glaube, da... Vielleicht fehlt mir noch was anderes für Mega-Blast, keine Ahnung, aber... Der könnte potenziell auch in absehbarer Zeit rauskommen. Der alte Godhead. Weil das nicht ein Erlebnis, auf das wir alle gewartet haben. Keine Devil Dees mit Lost, wie langweilig. Ja. Es ist ein bisschen doof, aber... Ja, es ist, was ist. Muss man wohl mit leben. So. Ich mag diesen Raum auch immer ganz besonders. Ich mag es, wie lang er dauert und wie nervig er ist. The Tower? Ist hier was? The Tower. Wahnsinn. Dankeschön, Tower-Karte. Lacker. Das hat mir echt eine Menge gebracht gerade. Da wurde ja eine Menge weggesprengt. Teardrop Charm ist auch gut. So, wo ist denn der Goldraum? Wo ist denn der alte Goldi? Shit. Ich dachte, ich wäre sicher hinterm Felsen. Ja gut, wir können auch mit dem, wir können auch so starten, habe ich auch nichts dagegen. Wer wäre ich denn, wenn ich mich über das Planetarium beschweren würde, direkt angrenzend an den ersten Raum? Allerdings, bedenkt bitte, dass wir jetzt immer noch einen Schlüssel finden müssen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Oh, schön. Born to Rock! Okay. Krieg ich noch einen Stein? Nein. Okay, ich würde sagen, Mega-Satan. Ich hoffe, du zitterst bereits. Denn das solltest du. Das solltest du nämlich besser. Health up. Ich bin nämlich bereit zu rocken. Ich meine, es sind Tears up. Nicht verkehrt. Und kostenlose Secret Rooms, ja. Warte, habe ich sie jetzt immer noch? Warte, hier liegt noch ein gratis Item? That's key! Wir können Devil Deal Items mitnehmen und trotzdem... Warte! Wir können Devil Deal Items mitnehmen und trotzdem zu Mega Satan gehen, sehe ich das richtig? Was ist denn das? Ist doch ein gesiedeter Run! Das kann doch nicht sein! Aber der Würfel... Na, ich glaube, der Devil Deal ist es wert. Die Devil Deals werden es wert sein. Die Frage ist, wann verlierst du den Run? Gemäß daran, dass es The Lost ist und wir Mega-Satan machen werden. Ja, wahrscheinlich bei Mega-Satan. Zumindest habe ich bisher noch alle Versuche da verloren. Super Secret Room. Perks. Health up. Health up. Null. Health. Ah ja, wir haben nur gute Pillen, glaube ich. I can see forever. Nein, wir haben nicht nur gute Pillen. Wir haben aber fast nur gute Pillen. Tears down fand ich jetzt nicht so gut, muss ich gestehen. Der hätte ich gut ohne leben können. Frage ist jetzt Chest oder Darkroom fürs negative Damage ab. Darkroom ist wahrscheinlich besser mit The Lost.
Vor allem muss ich dann die ganze Ebene davon nicht machen. So kann ich direkt zu Mega-Satan. Dann, nein, dann wiederum. Kann man im Dark Room. Ich kann da alle Items mitnehmen dann, oder? Pageant Boy. Ja, noch ein Lucky Penny. Klar, warum nicht? Nur eins? Ja, dann gehen wir in die Chest. Apropos nur eins. Lass mich mal noch ein zusätzliches Boss-Item mitnehmen. Fehler? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir haben guten Damage. Das bekomme ich alles hin. Können aber auch langsam mal Guppy werden, finde ich. Es ist schon wieder... Im letzten Run wurde ich gar nicht Guppy. Und das bin ich eigentlich gar nicht mehr gewohnt gerade von Repentance. Och, komm schon. Warte, was steht da? Oh, ich kann auch, ach ja, ich kann Boss-Secret-Rooms und sowas alles aufmachen. Ja, das war kein gutes Item. Dafür hätte die zweite Ebene hiervon gereicht. Ja, aber ich will ja trotzdem, ich wollte ja im Bossraum trotzdem auch zwei Items, im Goldraum zwei Items zur Auswahl haben. Ich meine, bisher kommen wir gut voran. Boss-Challenge Room kann man sonst nicht nehmen als The Lost. Ja. Das ist das Gute daran. Das Raffinierte daran. Oh. Au. Großer Gott. Dieser fucking Typ. Zweimal sprintet der. Nicht schön sowas. Gar nicht schön, finde ich das. Empress? Oh oh. Schön. Wir bekommen auch eine Menge Bonusgeld zusammen. Denkt, du kannst auch aus Türen raus, wenn es kritisch wird. Oh ja, ich kann Räume einfach verlassen. Oh, das ist gut zu wissen. Wir versuchen's. Wir versuchen's. Oh Gott, nein! Ich habe eine Bombe gelegt. Ich wollte keine Bombe legen, ich wollte die Karte einsetzen. Shit! Oh Gott. Jetzt habe ich keine Bombe mehr. Vielleicht sterbe ich jetzt auch einfach. So, willst du nicht langsam mal deinen komischen Tentakelangriff machen? Ja, den meine ich. Gott. Huiuiui. Guppys Ei. Seht ihr? Hab doch gesagt, wir waren schon lange nicht mehr Guppy. Und schon hat es sich gelohnt. Und schon hat es sich gelohnt. Dann noch die Secret Rooms mitnehmen. Au. Das war eine rotzfreche Mimik gerade. Spawnt Chaos nicht Pickups? Ich habe keine Ahnung. In dem Fall wohl nicht. So, jetzt werden die Goldräume natürlich höchst interessant.
Rotten Tomatoes natürlich hervorragend. Kann ich aus dem Bossraum dann noch einfach abhauen? Aus dem Challenge-Raum? Mit Dad's Key? Kann ich das Item aufheben und gehen? Ist das eine Sache? Im Shop sind die Pickups? Egal. Das ist halt der Beichtstuhl. Damit kann man leere Herzen entfernen. Kann ich das machen? Sollte klappen? Potenziell werde ich gleich abhauen. Nein, werde ich nicht. Alles gut. Gibt keinen Grund abzuhauen. So, wenn ich noch das Trinket habe, mit dem ich besseren Luckstat habe, dann wird natürlich Rotten Tomato ziemlich wild. Komm schon. Diese fucking Fliegen! Ist mir ein bisschen. Die ganze Sache wurde mir ein bisschen zu heiß gerade. Wir kommen gleich wieder. Ich mache das gleich nochmal und dann werde ich nicht getroffen. Oh, ja, random Trinket ist ganz nett. Increases Fart Size. Ich glaube, ich verzichte darauf. Seht ihr, das war doch schon viel besser. Der Trick war, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass die ganzen Fliegen spawnen. Shit, das ist Müll. Mitte. Ach, komm schon. Ist ja so nicht dein Ernst. F-Fragezeichen. Ist der Stream... Achso, Versuch Wiederherstellung. Ups. Dann werde ich gleich... Ich hatte kurz, dass die irgendwie meint, dass irgendein Item gut war. Ich eins verpasst habe. Oh oh. Okay. Geht's wieder? Sind wir wieder zurück? Ihr weiß, ich werde die Gelegenheit nutzen und mir einen Pulli anziehen, denn mir ist scheiß kalt gerade. Und ich bin nicht gestorben in der Zwischenzeit. Frostig, frostig, frostig. Wollte ich zwar seit 2014, aber jetzt wirst du auch hier unterstützt. Dankeschön. Für 2 Monate Resub. Puh. Kalt. Ah, das bringt mir nichts. Ich meine, was wäre ein Isaac-Stream, in dem ich nicht kurz disconnected werde? Das gehört einfach zum guten Ton. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Secret Room hier ist. So, ich freue mich sehr auf den Shop, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich ist der Secret Room einfach zu meiner Rechten. Ja. Der Shop könnte interessant werden. Ein ausfallfreier Stream, nicht in diesem Stream. Ja. Conjoint hätte ich auch nichts gegen einzuwenden. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Oh, was soll das denn? Ich habe keinen Schlüssel. Oh, fies. Eine miese Brise ist das. Mensch, ich habe einen Schlüssel. Bin ich dumm? Ich habe sogar den besten Schlüssel im Spiel. Oh, ich hasse es, wenn er diesen Move macht. Komm schon, stirb doch. Ah, Perfection. Lohnt sich. Okay, Forever Alone. Warum nicht? Den besten Schlüssel der Welt und ich traue mich nicht, ihn einzusetzen. Jetzt habe ich nur noch Rotten Tomatoes Schüsse. Ich meine...
Wenn wir den alten Beelzebub zusammenbekommen, sollte sich das für mich natürlich lohnen. Sag mal, wurde die Mario 64 Musikmod vielleicht aus dem Workshop genommen? Denn ich muss mit Entsetzen feststellen, dass sie schon wieder nicht abgespielt wird. Ich habe das Gefühl, ich würde mir wünschen, dass sie abgespielt werden würde. Mario, du schaffst das Angry Fly. Angry Fly wird doch alle umbringen. Ich glaube, es liegt am Anti-Birth-Soundtrack. Ja, aber ich hatte die immer zusammen in Kombination miteinander. Ah ja, vielleicht muss man die Mods in einer gewissen Reihenfolge aktivieren oder so. Warte, schon wieder? Ach ja, man kämpft hier immer zweimal gegen den gleichen Boss, oder? Ist das eine Sache? Ich habe es komplett vergessen. Ich dachte, hat man immer zwei verschiedene. Aber nein, es war immer zweimal der gleiche. Gibt keinen Grund, das Keypiece Snipepiece mitzunehmen. Dementsprechend ignorieren wir es einfach. Und hauen ab. So, jetzt wird dieser Run doch wild. Und ihr meintet, oh, das ist ein Fehler, hier reinzugehen. Wer hat jetzt einen Fehler gemacht, hä? Ich würde ganz sagen, ich werde sogar so weit gehen, dass ich jetzt in die Minen gehe, aber... Nee. Man muss ja auch nicht übertreiben. Warte, sorgt Rotten Tomato dafür, dass Gegner sich gegenseitig angreifen? Ich dachte, das macht, dass man Bonusschaden an Gegnern macht oder so. Jetzt noch Sacred Heart? Ich wollte gerade sagen, wir gehen leider nicht auf Angel Deals, aber ich habe ja Chaos, dementsprechend... Vielleicht bekommen wir noch Sacred Heart. Vielleicht bekommen wir auch den Godhead, wenn ich ihn freigeschaltet hätte. Ich habe das Gefühl, Guppy's Tail wäre ziemlich wild für diesen Run. Generell Guppy werden, aber hauptsächlich Guppy's Tail. Denn in diesen goldenen Kisten könnte alles drin sein. Kein Secret Room, der hier angrenzt. Hanged Man. Warum nicht? Ein paar Triple Shots wären eigentlich ganz gut, wenn wir dann gegen Mega Satan kämpfen oder so. Nein, Lives with Lost ist auch gut. Ich meine, das ergibt sich ja wohl aus dem Kontext. Das Gefühl, das ist eine Sache, die niemand erst noch anmerken muss. Charms all enemies in close range. Wir nehmen die Flöte mit, damit wir die Beelzebub-Transformation haben. Und damit haben wir auf jeden Fall keine Fliegen mehr, die meine Feinde sind. Ja. Weil das ist grauenhaft. Oh, könnt ihr bitte weggehen? Das wollte ich nicht. Ella, ich finde das gar nicht gut, dass die gerade hier sind. Ich glaube, das finde ich nicht gut. Ups. Oh, da ist jeweils Schlüssel drin. Schlüssel kann man immer gebrauchen. Vielleicht bekommen wir nämlich noch Guppy's Tail und brauchen dann jede Menge Schlüssel, um die goldenen Kisten zu öffnen. Hey! Was soll denn das? Warum haben die sich jetzt nicht in die Luft gesprengt? Dankeschön. Oh.
Toxic Shock. Also ich würde sagen, der Weg zu Mega Satan ist soweit schon mal relativ gesichert, okay? Können wir uns darauf einigen? Können wir uns darauf einigen, wenn ich das so sagen würde? Bin ich der Kran? Mein Obsessed Fan ist shit, aber was ist danach drin? Eye of Greed. Eigentlich hätte ich dagegen nichts. Ja, ich verschwende mein ganzes Geld. Lass mich in Ruhe. Noch einmal. Okay. Zeit zu gehen. Full health. Wo ist denn unser Secret Room? Ja, das Gefühl, ich habe wirklich zu viel Geld gerade verschwendet. Ich sag's euch, wenn er ausgezahlt hätte, dann wäre es das auch nicht wert gewesen. Aber vielleicht ein bisschen. Und da ist die Kiste. Judgment. Vielleicht wollen wir den mitnehmen. Yo, ist das etwa ein weiteres Damage-Up? Ganz recht, das ist es. Und wir haben auch fast den, die Mush-Transformation, der bringt uns nichts. Das Einzige, was mir mit Lost noch fehlt, ist Mega-Satan. Und wir sind gerade auf dem Weg zu ihm. So, ich brauche auf jeden Fall noch was Defensives. Ich weiß, dass ich einfach hätte abhauen können, aber ich wollte... Nein, wisst ihr was, jetzt will ich... Ich habe keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Das schien mir dann doch ein bisschen zu nervig zu sein. Oh, da ist noch ein bisschen... Leider nicht das richtige Trinket im Moment. Leider. Warum bekommst du nur Damage Ups, Rigged? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich habe Chaos dabei. Warum bekomme ich so viele Damage Ups? Komisch. Gehen wir weiter in die nächste Ebene. Ah ja, der gute Toxic Shock. Ich muss ja nicht mal was machen. Und schon habe ich das Geld wieder so gut wie drin. Ich meine, die Kiste wäre gut gewesen, aber... Ich meine, wenn wir noch ein bisschen Damage haben können... Kann man ja auch nicht einfach Nein sagen dazu. Das sieht so dumm aus, wie er fliegt. Das war gerade eine tatsächlich gefährliche Situation. Unglücklicherweise. Was ist hier drin? Oh. Ich meine, Bookworm. Warum nicht? Warum denn nicht? So, wir brauchen auf jeden Fall noch den Shop. Lil Girlie ist natürlich auch kein Highlight, aber wie gesagt, warum denn nicht? Wenn mein Run rigged war, dann, was? Wenn ein Run rigged war, dann mein Tented Lilith Run. Delirium war einfach so nach 30 Sekunden tot. Sacred Heart, Trizagon und Binge Eater haben gecarried. Binge Eater carried meistens. Gott, ich hatte Binge Eater ewig nicht mehr. Das fehlt mir. Noch ein bisschen Bargeld.
Okay. Secret Room. Wo versteckst du dich so weit? Geh mal rüber. Guppies Ei ist übrigens immer noch... Weiß nicht, ob ich das noch extra anmerken muss, aber Guppies Ei ist so ein hilfreiches Item. Mein Gott. Wenn man einfach immer sieht, was überall drin ist. Enorm hilfreich ist das. Au. Was soll das jetzt? Aus dem Zwiebelpanzer, 38 Monate, Resub. Das ist mein Lieblings-Schurken-ähnliches Spiel, die Bindung des Isaaks Buse. Richtig. Ich würde den Arki fühlen, um noch mehr Chaos-Items zu farmen. Ja, ich denke ich auch. Spiel, wie sieht's denn aus? Oh, da war noch eine? Wo bleibt denn der Arki? Secret Room? Nein. Ich meine natürlich Super Secret Room. Das ist auch ein wilder Raum gerade. Ich meine, I can see forever ist auch nicht schlecht. Oh, Judgment ist eigentlich auch ein... Aber das ist ein komischer Raum. Nä, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Batterie mitnehme. Ah, Celtic Cross. Mein, kann ein zu Seraphim helfen, also... Sonst wahrscheinlich nicht der größte Hit. Okay. Oh nein. Das ist doch der Typ, den niemand leiden kann. Nein. Ganz ausgeschlossen, ich bin Monty Burns. Kompost. Und Devil, die dir nichts bringt. Nicht so gut. Wann kommt eigentlich Repentance Plus? Endlich stellt mal jemand die richtigen Fragen. Sorry, dass ich den Doppel-Adversary Room. Der hat letztens den Run von mir fast gekillt. Nur fast. Nein, warte, oder hat er den Run gekillt? Ich glaube, er hat den Run gekillt. Wird letzte Zeit ein paar Runs, die im Darkroom zu Ende gingen. Steam Sale stark. Warte, ist überhaupt nicht stark. Wir sind jetzt schon beim letzten Shop. Ich habe das Gefühl, die Shops hätte ich bisher besser ausspielen können. Au, was soll das denn jetzt? Mann, man weiß nie, wann Deep Pockets mal noch hilfreich sein werden. Wenn Isaac so toll ist, warum gibt es denn kein Isaac 2? Ich meine, streng genommen ist das Isaac 2. Der zweite Isaac-Teil. Zum Doktor sage ich nein. Nein, Herr Doktor. Nein. Zum Succubus sage ich ja. Ja, Herr Succubus. Ja. Ja, das ist alles Müll. Dazu sage ich nein, nein. Einfach nein. Ah, die Shops waren leider super mies. Aber die Judgments können noch ganz gut was geben. Wo ist Isaac 3? Das weiß ich nicht. Fucking Dinner? Willst du mich verarschen? Sag mal, werden die nicht von Chaos betroffen? Ich meine, die sollten doch nicht Dinner droppen, wenn sie von Chaos betroffen sind, oder? Ich sag's euch, wenn wir Money equals Power finden, wäre das ziemlich gut. Wenn nicht, wäre das ziemlich schlecht. Dort wird auch von Chaos betroffen, bisschen unlucky. Dann ist wirklich unlucky.
Wie viel muss man bei dem ungefähr einzahlen, damit der auszahlt? Bei dem Batterie-Battler. Ich habe das Gefühl, das kann ziemlich lange dauern, bis er mal auszahlt. Die zahlen so gut wie nie aus. Ja, yeah, alles. 50 oder so. Oh, ist wahrscheinlich nicht wert. Acht bis zehn Max? Nein. Dann nicht mit 8 bis 10. Das ist locker mehr. Wie unlucky seid ihr denn? Frage ist ja, wie viel Glück hattest du da? Wir brauchen aber keine Bomben mehr. Komm schon. Gönn doch was! Was für ein Arschloch. Ich habe mich ins Bett gelegt. Habe ich da 2020 gesehen in der Kiste? Nein, das ist das Trinket von mit der kaputten Brille. Das ist leider nicht 2020. Ich kann den auf jeden Fall noch wegspringen. Ich kann ihn nicht wegspringen. lass ich noch in den Shop schauen. Haben wir noch Bomben? Ja, haben wir. Ja gut. Dann drehen wir noch eine Runde, würde ich sagen. Ich dachte, der Battery Dude gibt eine Aufladung, aber keine Items. Nein, er kann auch Batterie-Items geben, aber... Ja. Ja. Der lässt sich da gern ein bisschen Zeit. Pay to win. Pay to play. Ich meine, okay, ja, yeah, warum nicht? Nein, wir werden nicht weitermachen. Ich will nicht noch größer werden. warum habe ich die goldene Pille überhaupt eingesetzt? Warum habe ich sie überhaupt eingesetzt? Nie wieder Schlüssel brauchen, das ist der Wahnsinn. Okay, pass auf. Wir versuchen es jetzt. Wir versuchen ihn zur Auszahlung zu bringen. Das wird ein bisschen dauern. Aber wir bekommen jede Menge Batterien bei raus. Und Aufladungen. Fucking Yamhart! Nein, falscher Knopf. Dann können wir den auch nochmal eben zur Auszahlung bringen. Höchst effizientes Item. Na, relativ. Tech Zero sieht immer cooler aus, als es tatsächlich ist, aber ist nicht übel. Ist nicht übel. Wir hatten der Succubus eigentlich so eine gewaltige Range. Negativ wäre wahrscheinlich okay, aber wir nehmen eine Polaroid mit, damit wir in die Chest gehen können. Frames lost? Meinst Frame Drops? Oder hat der Lost ein paar Frames verloren? Also wir nehmen das Geld hier oben noch mit. Bombe und das Geld nehme ich ebenfalls mit. Psst.
Wir finden so viele Lucky Items gerade, aber es ist irgendwie trotzdem alles... die Lucky Items sind... Ich meine, eins war gut, aber die anderen sind irgendwie... Sind nicht wirklich hilfreich. Da ist schon wieder dieses fucking Trinket. Ach ja, das bekommt man so lange, bis man dann die Kiste mal aufgemacht hat mit dem Trinket. So lange bekommt man immer dasselbe. Das war ja irgendwie eine Sache. Wieso liegt das random rum? Manchmal hat man random Items, die hier rumliegen. Nicht oft, aber manchmal kommt es vor. Oh, da ist ein Crawl Space! Und wir bekommen zwei Bomben dafür. Wahnsinn. Cursed Rooms als The Lost. Wie gehst du nicht in die Cursed Rooms als The Lost rein? Ich denke nämlich gerade als The Lost. Es ist einer der Vorteile an The Lost, dass man die Cursed Rooms mitnehmen kann. Alle. Einer der großen Vorzüge. Ich muss sagen, mein Damage gegen Mom war übrigens, ich glaube, die blaue Mom hat auch mehr HP als die normale, aber... Ha, ich muss leider sagen, der Damage war nicht so überragend. True, aber trotzdem immer gruselig. Ja, ich meine, ist halt The Lost. Der Gruselfaktor ist immer dabei. Secret Room? Ja, bitte. Nein, Fungi, mach deinen nochmal größer. Hör doch auf. Hör doch auf jetzt. Ich will nicht noch größer werden. Fungi gibt, glaube ich, nur HP ab, oder? Oder bringt Fungi sonst noch was? Oh, das wird der Qual, Mega-Satan auszuweichen. Eine absolute Qual wird das. Die alte Mögi-Transformation. One-Up für sich ist aber natürlich absolut vermutlicher Run-Winner. Das ist halt so stark als The Lost. So, was haben wir hier unten? Wir haben hier unten ein paar Haufen. Wo finde ich eigentlich den Boss gerade? Okay, ernsthaft, wo? Oh, der XL-Raum da drüben fehlt noch. Hm, okay. Dein Lives wäre 9 plus 1. Ich meine, schon klar, dass 9 Lives besser wäre als 1-Up. Das Gefühl, das ist, da gibt es nicht so viele Zweifel daran. Secret Room? Mein Super Secret Room? Okay, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Gehen wir weiter. Okay. Machen wir das Ganze nochmal. Und diesmal werde ich nicht Schaden nehmen in den ersten Sekunden, okay? Was haltet ihr davon? Ich nehme lieber Schaden in den Sekunden danach. Bibel ist nicht übel. Zum einen zweites Bookworm-Item und zum anderen das zweite Seraphim-Item. Also, da ist noch eine Menge drin. Aus dem Loader Flexi, 100 Bits. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Die Ironie. Eine Bibel bei Satan? Was für eine Welt. Mein Leviathan-Transformation, warum nicht? Mir fällt gerade auf, die Items, die man hier rausbekommt, sind auch randomized. Ich muss wirklich die Mod machen, mit der die Automaten schneller gehen. Ich habe das Gefühl, inzwischen habe ich nämlich keine Lust mehr. Aber, wenn wir hier Items rausbekommen können, ist das natürlich, ich sollte die Gelegenheit wahrnehmen.
noch ein paar Bonusschlüssel. Das ist gut. In der Chest werden wir nämlich noch einige goldene Kisten haben. Wahrscheinlichkeit für eine Auszahlung an dem Automat ist nicht hoch, oder? Ich glaube, der Automat hatte eine super geringe Wahrscheinlichkeit. Pay-to-play, also lieber sparen? Inwiefern? Warum sollte ich dann sparen? Sicherste Items rauskommen? Ja, da kann 100er rauskommen. Und bei dem Hühnchenspieler kann auf jeden Fall was rauskommen. Lass mich schauen, was hier für ein Item liegt, okay? Ich mach goldene Kisten mit Münzen auf, nicht mit Schlüsseln. Oh shit, dann muss ich sparen. Ich wusste nicht, dass Pay-to-Play auch für Kisten gilt. Das ist natürlich ungünstig. Wofür sind da meine Schlüssel noch gut? Wahrscheinlich für gar nichts. Finde ich gar nicht nett, sowas. Für die Schlüsselbettler. Oh mein Gott, ja, wenn wir einen bekommen irgendwo. Wenn wir in der Chest einen bekommen, ist das so stark. Oh, das wäre der gute Stoff. Könntest du eventuell zu Bomben machen. Und dann? Was will ich da mit den Bomben? Ich werde doch im Kampf keine Bomben einsetzen und riskiere mich selbst in die Luft zu sprengen. Das Gefühl, wer mit The Lost, der mit Bomben kämpfen will, der fragt nur nach Ärger. Die Bomben kannst du mir in Schlüssel umwandeln. Das klingt eigentlich ganz nett. Wo kann ich mich dafür anmelden? Moon. Ja, hier können wir jetzt die Bomben einsetzen. Perks. Und Range Up. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz so stark, wie ich mir wünschen würde. Das ist kein schönes Gefühl, sage ich euch. Ich habe zwar 13 Damage, aber es fühlt sich nicht an, als hätte ich 13 Damage. Ah, fantastisch. Warum feuere ich nur in eine Richtung? Habe ich irgendwas eingesammelt, dass ich nur noch ein Auge habe oder so? Wegen Technology Zero vielleicht? Ach, Staple hat ein Auge zugemacht. Health up. I can see forever. Full health. I can see forever. Something's wrong. Range up. Denkbar unbrauchbare Pillen. Okay. Seid ihr davon, wie ich wie ein Gott gerade da durchgelaufen bin? Shit. Okay. Lief okay. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich noch einen Deal bekommen hätte. Tja. Tja. I can see forever. Will ich nichts davon, ehrlich gesagt. Das war eine knappe Chest. Wheel of Fortune. Ich kann nicht meine ganzen Münzen für die Scheiße ausgeben. D
der erste Secret Room. Die Chest muss ordentlich rausrücken. Ich meine, mit dem Luckstat ist es schwer, in der Chest nicht ordentlich noch was zu bekommen. Und wir haben Chaos. Ich denke, Chest mit 13 Luck und Chaos ist eine extrem potente Kombination. Da sollten wir ordentlich was rausbekommen können. Außerdem von Letromir, 17 Monate, Resub, wie viel lieben Dank. So, hier runter. Oh Gott. Hauptsächlich würde ich mir wünschen, dass ich nicht so riesig bin. Ich glaube, das dritte Buch wäre auch eine super coole Sache. Damit ich endlich mal die Bookworm-Transformation bekomme. Müll. Ja gut, dann, warte, wie mache ich einen Isaac überhaupt am besten? Okay. Mach ihn am besten, ohne direkt Holy Mantle zu verlieren. Das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Er hat aber keine Engel beschworen, was ganz nett ist. Ich würde sagen, Damage ist soweit auch ziemlich akzeptabel gegen Isaac. Mein Speed könnte aber auch definitiv besser sein. Fällt mir gerade auf, wenn ich dem Zeug ausweichen will. Sicher, da gehe ich nicht rein. Okay, los geht's. Jetzt kommt der gute Stoff. Hervorragend. Man würde meinen, dass es besser ist, als es das ist. Mom's Pearl. Ich glaube, das zählt als Zeichen auf dem Boden. Ja. Yeah. Ja, was, dass seine Größe verringert, wäre gut. Ja, mal schauen. Wir sperren hier direkt auf. Ich würde aber sagen, das Ding jetzt mit dem Strahl ist schon mal super gut. Ich würde sagen, bei dem Bagger versuchen wir unser Glück, wenn ich soweit fertig bin mit der Ebene. Oh, 0,5 Tiers ab, das ist okay. Die Larrys sind direkt alle gestorben. Ach ja. Yeah. Direkt alle tot. Und da ist unser drittes Buch. Und schon habe ich, würde sagen, 50% mehr Tiers, die ich abfeuere. Dann wiederum vorhin bei der Mimik kam, als ich sie dann tatsächlich berührt habe, was anderes raus. Als, ja, Peach, die kommt jetzt raus. Bei der Mimik kommt nie das raus, was angezeigt wird, interessanterweise. Oh, Binky, size down. Oh mein Gott, ja, das war sogar zwei Stufen kleiner oder so. Das ist hervorragend. Ich meine, uns fehlen immer noch die guten, das wirkliche, der Run-Winner, irgendwas Defensives vielleicht. Fehlt noch so ein bisschen, aber prinzipiell sind wir ganz okay dabei. Die Feuerrate ist enorm, fällt mir gerade auf. Mal schauen. Da ist unser Secret Room. Wir hoffen natürlich auf den Keybagger. Na
Ah, die Mother-Transformation. Speed up, ist okay. Jar. Ist nicht ganz so okay. Aber ist okay. Wir haben noch eine Menge Räume übrig. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Vor allem kann ich im Kampf gegen Mega-Satan dann auch gut ganz weit hinten bleiben. Und ganz weit hinten hat man eine Menge Platz zum Dodgen. Adrenalin bringt mir nichts, aber nehmen wir es mit. Eventuell unnütze Kisten erstmal nicht öffnen, um sie mit deiner eventuellen Jera zu verdoppeln. Ja, kein schlechtes Argument. Kein gutes Argument. Ah, ich sollte welche vielleicht übrig lassen, das stimmt. Oh Gott. Warte, es ist gut. Uranus. Uranus ist hervorragend. Wenn wir den alten Mega-Satan damit ein bisschen einfrieren können. Können wir Mega-Satan damit langsamer machen? Warte, kann man damit Gegner mit langsamer machen? Weil dieses Einfrieren, das bringt ja nicht allzu viel gegen Mega-Satan. Nicht worth? Ja, okay. Ah, Super Secret Room habe ich noch gar nicht gefunden. Freunde, ich brauche noch ein paar Kisten. Ich brauche noch ein paar Kisten. Super Secret Room gefunden. Full Health. Cheers Up ist gut. Cheers Up ist mehr als gut. Bisschen mehr Damage geht auch immer. Ich meine... Fuck! Warum sind die so schnell? Warum sind die so schnell hinter mir her? Bin ich magnetisch oder sowas? Habe ich irgendeinen magnetischen Effekt? Warum sind die mir so schnell hinterhergerannt? Sind die immer so schnell? Das war mies. String ist vielleicht ein interessantes Begleiter, sich um dich herum orientiert. Oh ja, das könnte... Oh ja, wenn das mit, Succubus funktioniert, wäre das hervorragend. Keine Sorge, wir bekommen jetzt von dem Ding jetzt noch ein bisschen was Gutes. Der ist jetzt nicht wirklich gut. Ich meine, Luxet reicht, damit wir die ganze Zeit Rotten Tomatoes Schüsse von uns geben. Aber ansonsten, nicht optimal. Gute Sache ist, dass der Luxet jetzt auch nicht so wichtig ist. Das Trinket hat auch gar nichts gebracht. Ich denke, My Little Unicorn bringt mir mehr als der Schlüssel. Okay. Ah, ich bin nicht sonderlich optimistisch, was diesen Run angeht. Beziehungsweise was diesen Kampf hier gerade angeht, muss ich sagen. Ich würde sagen, sollte vielleicht ein bisschen weiter unten stehen, falls er genau das macht. Oh mein fucking Gott. Ich hätte so dermaßen getroffen werden sollen gerade. Oh mein Gott, gerade schon...
Nein, wir haben verloren. Es wird nichts. Das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Dass mein Damage nicht so hoch ist, wie ich mir für den Lost Run wünschen würde, muss ich sagen. Okay. Ich war jetzt noch nicht mal bei den fucking Reitern. Bei den Engeln. Die Reiter hatten wir schon. Okay, gegen die Engel ist mein Damage gut. Da kommen noch mehr. Warum kommen hier gerade noch mehr von denen? Was sollen das? Greift den mal an. Phase 2. Der kann random Sin spawnen. Okay. Shit, ich habe eine Bombe. Oh Gott. Ja, keine Ahnung, wie ich dem Feuer hätte ausweichen sollen. Miserabel war das. Das war auch wirklich kein so starker Run jetzt, als wir bei Mega Satan waren.